Der Chef der Berliner Treuhandanstalt Rohwedder ist ermordet worden. The victim was a key figure in the so far futile attempt to overhaul the economy of what was once communist East Germany. Die Mörder haben sich in nichts aufgelöst. Der Mord an Rohwedder, das war das perfekte Verbrechen überhaupt. Rohwedder war die meistgefährdete Person zum damaligen Zeitpunkt. Ein Mann, der sich ungeheuer viel vorgenommen hat, als Chef der ebenso mächtigen wie umstrittenen Treuhandanstalt. Sie sind über das Ländchen hergefallen, wie die Heuschrecken. Der DDR-Wirtschaft geht's schlecht. Aber was wir brauchen, ist eine Penicillinspritze und nicht eine Todesspritze. Die Rote Armee-Fraktion hat sich zu dem Mord bekannt. Wer sowas erklärt, der ist im Besitz einer Lösung und möchte sie nicht sagen, weil die Lösung etwas offenlegen könnte, das die Grundfesten dieser Republik erschüttern könnte. Man rechnet nicht damit, die Täter schnell zu fassen. Es war der Kapitalismus. Den Kapitalismus kann man nicht erschießen, sonst hätte schon längst eine gemacht. Ne? Er war auf einer Spur von verschwundenen mehreren hundert Millionen, die die Stasi gebunkert hatte. Wenn dabei jemand weg muss, dann ist das der Politik egal. Das hat den Regierenden massiv Angst gemacht. Vielleicht hat einer eine alte Rechnung offen gehabt. Insofern frage ich mich dann immer, wem nutzte es?